Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch eine Pflanze zeigen, die ja im Moment Schreckliches durchmacht. Ich war heute bei meiner Mama und habe mit Schrecken eine Orchidee gefunden, die sonst schön gesund war, und heute habe ich das gefunden. Guck mal, die ganzen Blätter sind geschwollen, also so Wasser, also am Faulen, einfach am Faulen. Sie hat tolle Wurzeln, die hat einen großen Topf, die ist schon auch 2 Jahre. Ich hatte die mal, dann habe ich die das an meine Mama weitergegeben, das ist eine weiße. Die hat toll geblüht und die hat einen neuen Blütentrieb. Wie man hier sehen kann, hatte sie auch schon ganz viel geblüht und hat auch schon... Habe ich auch schon weggeschnitten, manche Blütenstiele, die vertrocknet waren. Also, aber was im Moment mit der ist, bin ich schockiert. Ich glaube, die hat auch Insekten. Das, nee, das nicht. Ja, gut, in, also Schädlinge meine ich. Aber der Blütenstiel sieht toll aus. Also der ist nicht befallen, wären Schädlinge da, die würden auch höchstwahrscheinlich im Blütentrieb anfallen. Aber man sieht auch, das oberste Blatt hat auch so komische Verfärbungen. Meine Mama sagt, die hat das ganz normal wie immer gegossen. Das steht bei ihr auf einem Fensterbank, auch wie bei mir die Pflanzen stehen. Da gibt es keine kalte Luft, es ist richtig matschig. Ganz schlimm. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt diese Blätter 1, 2, 3 abmachen. Diese Blätter lasse ich noch, obwohl die auch schon diese Schäden zeigen, aber nicht so dolle. Ich werde diese drei alten, also diese drei alle abschneiden. Ich weiß nicht, den lasse ich vielleicht noch. Ist mir zu schade, der ist so toll. Eigentlich müsste man die... Weiß nicht, ob ich die rausnehme. Ungerne. Ja, auf jeden Fall die Blätter erstmal abmachen. Dann sehen wir weiter. Ich habe auch hier meine Desinfizierungstücher. Ich werde auf jeden Fall alles desinfizieren. Das mache ich aber sowieso immer. Also machen wir das erstmal hier ab. Naja, im Endeffekt kann ich die Blütenstiele lassen, da kann sie die Kraft daraus ziehen, falls sie welche braucht. Den mache ich ab. Ja, dann machen wir das einmal. Also diesen Blatt auf jeden Fall. Der ist auch so. Also Schädlinge sehe ich da nicht. Aber der ist auf jeden Fall, als hätte er so Kälte abbekommen oder, ich weiß es nicht, wie gekocht. Vielleicht könnt ihr ja was in die Kommentare reinschreiben, was ihr vielleicht denkt, was das sein kann. Also guckt mal, wie das aussieht. Und die hat, meine Mama, die hat nur 3 Orchideen auf einem Fensterbank. Und diese eine ist so, in dem, also da sind keine sichtbaren Schädlinge oder sonstiges, auf den anderen auch nicht. Aber ja, diese, die ist richtig matschig. Die Blätter, die sind richtig matschig. Ich weiß nicht, was damit los ist. Ich muss die doch wahrscheinlich rausnehmen. Guck mal, wie matschig die sind. Ja, richtig nässe in sich. Eigentlich bin ich ja nicht so der... Ja. Mal gleich, wenn ich die beiden noch abgemacht habe, was so am Stamm ist, das tropft richtig hier. Das ist ja unglaublich. Also sowas hatte ich noch nicht mit meinen Orchideen oder mit den Orchideen, die ich bis jetzt, ich muss lesen zuerst, die ich sonst bis jetzt ja, gerettet habe, sage ich jetzt mal, oder versucht habe zu retten. Es gelingt natürlich nicht immer. Manche, für manche ist es einfach schon zu spät. Oder die vertragen einfach diesen Stress nicht, was sie sonst haben. Und dann plus den Umzug und ja, die Sachen, die ich dann mit denen auch noch mache. Moment, ich mache das hier mal ab.
dass das mich hier nicht stört. Ja, und manche schaffen es einfach nicht. Aber ja, hatte ich auf jeden Fall sowas noch nicht, dass es so nass ist. Und also, wie gesagt, für mich sieht es nach einem, nach einer Orchidee aus, die in Kälte gestanden hat. Aber das ist bei meinen Eltern nicht. Das ist, also dieses Fenster ist in der Küche. Da ist kein Durchzug. Da ist nicht kalt. Also normale Zimmertemperatur. Da ist jetzt auch keine Sonne oder so, dass es Verbrennungen bekommen hat. Für mich ist es jetzt echt ein Rätsel. Also am Stamm ist alles gut. Am Stamm ist alles gut. Es ist auch nicht matschig. Also dieses Blatt, der hatte er am Ende. Guck mal, ist richtig matschig. Hier war das noch einigermaßen gut. Also das ist jetzt das. Nein, das ist kein Schildklaus oder so. Tja, ich weiß es gar nicht. So, und jetzt kann ich diesen hier abmachen. Also immer der Reihe nach sozusagen, dann kann man das auch besser abmachen. Und schön bis zum Ende. Oh Mann, so eine schöne große Orchidee schon. Und jetzt muss ich da so viel abmachen. Gut, wie gesagt, bei diesen Blättern war noch nicht so am Stamm. Also nur an dem ersten unten. Jetzt ist die Frage, kommt das vom Stamm? Ich muss ein bisschen von dem Grund wegmachen, um überhaupt das zu sehen, was da drinnen los ist. Hier sitzt noch in Blätterstein und ein bisschen Rinde. Weil ich schon einen größeren Topf hat, habe ich damit so eingepflanzt. Entweder hat meine Mama den Moment zu viel gegossen oder stand sie vielleicht zu lange im Wasser, also dass sie die getaucht hat und zu lange die im Wasser gelassen hat. Entschuldigung, ihr könnt ja nicht sehen. So. Ja, aber hier die Wurzeln, die sind nicht matschig am Stamm. Die sind alle hart. Also die haben zwar ein bisschen diese Verfärbungen vom Salzen sozusagen, aber die Wurzeln, die sind alle gut. Da ist auch nichts, was am Stamm fault. Was ist da weiter unten? Ja, doch weiter unten ist was. Das ist einfach weiter unten zu nass. Ja, und die Rinde hat ein bisschen Schimmel. Das heißt, die steht im Moment bei meiner Mama zu nass. Ja, ich werde die nicht rausnehmen, weil dann kann es gut sein, dass sie das nicht überlebt. Ich werde jetzt diese Reste von diesem Blatt so gut wie es geht abmachen, der untere, der so nass war. Dann versuche ich jetzt so viel wie es geht von dem Stamm wegzumachen an der Rinde und so. Gut wie ich dran komme. Also diesen Blütenstiel mache ich auch auf jeden Fall ab. Der ist auch, der vertrocknet zwar, aber der hat auch eine komische Farbe und ist irgendwie doch ein bisschen weich oder so. Also irgendwie vom Gefühl her nicht normal wie sonst. Den schneide ich so kurz wie es geht ab. Und schauen wir mal, was da drin, wie das da drin aussieht. Der ist auch so komisch fleckig, aber gut, der vertrocknet. Deswegen kann man das nicht genau sagen.
Noch ein bisschen von dem Grund ab. Ich werde die auf jeden Fall im Frühjahr umpflanzen, aber jetzt nicht. Ich möchte die jetzt nicht noch mehr stressen. Ich werde die jetzt warm hinstellen. Im Endeffekt stand sie auch bis jetzt so. Aber ich versuche es, wie gesagt, alles, was so am Stamm ist, wegzumachen. Ja, das ist, wenn man... Die hat die vielleicht zu tief getaucht, also wirklich zu, bis oben hin. Dann wurde der Stamm nass. Und trocknete nicht ganz durch. Und dann hat sie wieder getaucht. Und so entsteht dann Stammfaule. Könnt ihr mal sehen. Das ist die einzige Wurzel, die im Moment im Wachstum ist. Deswegen möchte ich die auch noch nicht umpflanzen. Das wird jetzt so schon Stress genug für die sein. Das Ganze, dass ich hier rumschneide und rum. Den habe ich jetzt angebrochen. Alles, was es geht, sauber machen am Stamm, dass es so schnell wie möglich trocknen kann. Ich werde ja auch gleich mit Pilz, keine Werbung, sondern ich nutze das schon fast alle pilzfrei, universal. Die werde ich auch gleich noch ansprühen. Also die Blätter, doch den Stamm auch, aber der bleibt ja offen. Und ich muss die irgendwo hinstellen, wo die auch... ja, gute Belüftung ist, also wo die Luft nicht so steht bei mir. Ich schaue mal gleich. Aber trotz allem muss ich gucken, dass ich die separat hinstelle. Ja, da kann man sehen, ne? Ja, Moment, hier. Da war, da ist schon innen drinnen doch die alten Wurzeln teilweise am Faulen, aber auch nicht alle, ne? Und deswegen möchte ich die jetzt nicht rausnehmen. Nur alles, was es geht, so an alten Blattresten, was noch so am Stamm klebt, vielleicht die Rinde vom Stamm weg. Ja, die stand auf jeden Fall zu nass. Kann man sehen, sogar Keramzit, also Blätter und Steine, hat schon mal. Das sagt schon was. Also, ich versuche jetzt noch mehr von dem Stamm. Dafür brauche ich einmal ein Stückchen, dass ich wirklich hier vom Stamm so gut wie es geht, alles löse, so tief wie es geht und alles freilege. Ja, die hat auch keinen kurzen Stamm, weil die, wie gesagt, die ist schon ein paar Jahre alt. Und ja, meine Mama hat die einfach, wie viele auch, zu gut gemeint. Ich meine, ich bin auch da nicht besser. Ich würde auch am besten die jeden Tag gießen. Da muss ich mich echt zurückhalten. Und wenn ich silberne Wurzeln sehe, da warte ich noch ein, zwei Tage. Einfach um, wie gesagt, mich ein bisschen da zurückzuhalten und nicht zu viel gießen. Vor allem jetzt im Winter. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Weil ich sehe nicht, was ich aufnehme. Weil ich einfach auch in den Topf gucken muss. So. Ja, wie gesagt, hier so viel wie es geht von dem Substrat, was innen drin ist, was so ganze Zeit feucht steht, rausnehmen. Gucke ich, ob ich von dieser Seite auch ein bisschen mehr wegmachen kann. Einfach, dass sie Luft bekommt. So, jetzt habe ich das soweit, wie es ging, sauber gemacht, frei gemacht, bis unten, fast bis unten hin. Also der Stamm ist jetzt frei. Ich werde die gleich im Badezimmer einmal ansprühen gegen Pilzerkrankungen. Ich habe auch die alten Blütentriebe alle abgemacht. Ich werde die Blätter, weil die sind so leicht auch betroffen, aber nur leicht. Ich hoffe, die
kann die noch behalten. Ich werde das alles, die Lösung habe ich schon im Badezimmer stehen, einmal kurz ansprühen, auch den Stamm ein bisschen und werde die dann hell und warm hinstellen und wo gut belüftet wird, dass sie trocken wird, dass der Stamm trocken wird und so bleibt sie erstmal bei mir stehen. Also ich werde die jetzt nicht zu schnell mit dem Substrat auffüllen. Ich werde mir das Ganze anschauen, beobachten, wie sie sich macht, wie sich diese Blätter machen, ob sie was mit dem Blütentrieb noch weitermacht. Wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber auf jeden Fall geht es mir jetzt darum, dass die Blätter dieser Prozess, Krankheitsprozess in den Blättern aufhört. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was die Pflanze weitermacht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.